Ihr Lieben, ich bin mal wieder im Rodetal und ich halte hier einen Cocktail in der Hand. Da geht es um Gin. Das Thema ist auch Gin, was wir beide jetzt haben werden, richtig. Nicht wahr, Frau Lichter? Jawohl, richtig. Weil Sie machen Gin-Tasting. Genau. Aber da sind noch welche abgesprungen. Das heißt also kurzfristig. Für spontane Besucher hätten wir noch zwei Fässer frei zu unserem Gin-Tasting am 29. Januar. 29. Januar. Ja, da geht es unter anderem um drei, nee, es geht um viele Gins, hier stehen aber mal drei. Davon haben wir hier zumindest zwei aus dem Hause Rodetal. Von Hallern Gin kommt noch dazu. Ne? Genau, den nehmen wir mit dazu. Genau, wir haben unsere zwei eigenen Sorten und dann aus Bilzhausen, auch aus dem kostbaren Südniedersachsen. Das sind Wacholderbeeren, das ist das Typische für den Gin. Und da haben wir Rosmarin und Basilikum und Zitrone. Ich würde sagen, lassen Sie sich überraschen. Wunderbar. Ihr kriegt doch was zu essen dazu. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass man hier an der Bar sitzt und es gibt also dann verschiedene Gins, die durchgetestet werden, sondern da gibt es auch noch ein Menü, das steht noch nicht fest. Genau, wird ein Viergang-Menü geben mit Vorspeise, Suppe, Hauptgang und einem Nachtisch, wo auch die Gin-Sorten mit verarbeitet werden. Und jetzt sind Sie noch so lieb und sagen mir kurz, beziehungsweise der Community da draußen, was das kostet? 65 Euro pro Person. Genau. Na, wunderbar. Ja. Für ein derartiges Event, denke ich mal, ein wunderbarer Preis. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, noch schnell anrufen wollt, wir haben noch eine Telefonnummer vielleicht. Jawohl, 055 94 95 220 oder unter info@rodetal.de eine Mail. Anmelden, Corona-bedingte Maßnahmen beachten, könnt ihr hinterfragen, kriegt ihr alles im Haus gesagt. Also, seid dabei. Tschüss. Tschüss, wir freuen uns. Prost.